Dieses Video ist nicht durch Product Placement unterstützt. Hi Leute, hier ist wieder ExyoshiP und ich habe auch heute, ja geil, S-Bewerbung, und ich habe auch heute keine Zeit leider, Splatoon bzw. mein Hauptprojekt aufzunehmen, deshalb möchte ich, anstatt die ganze Zeit Critical Ops zu zocken, heute mal mit euch ein anderes Spiel spielen, und zwar Extreme Cast on 3D, so heißt das Spiel. Ich habe schon ein bisschen gespielt, dann sieht man, ich habe das Auto, was ziemlich nach einem Zentone aussieht, sage ich jetzt mal. Und wir spielen den Karrieremodus. Der hat insgesamt 20 Level. Dann fängt er wieder von vorne an, aber ich spiele es jetzt schon zum dritten Mal. Aber egal. Ja, weiß ich. Wir müssen die grünen Ringe einsammeln. Also, man hat ein Auto, was vorwärts und rückwärts fahren kann, genauso wie bremsen und nach links und rechts lenken kann. Genauso wie man da schon sieht, einen Boost. Hier bei meinem Zentone, sag ich jetzt mal, Alter, immer diese dumme Werbung. Kannst du nicht skippen. Hier bei meinem Zentone sieht man schon, habe ich den Motor und den Nitro, also den Boost, schon maximal aufgelevelt. Bremsen brauche ich eigentlich nicht, von daher. hier oben links mit diesem. Also, man hat eine. Muss ich nochmal sagen, man hat eine Schadensanzeige an den Autos, zeige ich mal kurz. Indem ich hier volle Kanne gegen die Wand brettere. Und stecken bleibe. So. Mein Wagen sieht jetzt von vorne anders aus. Und mit dem Zeichen hier ganz oben links kann ich meinen Wagen wieder reparieren. Und sieht er wieder aus wie neu. Ich zeig nochmal schnell noch den Nitro. Ja, das muss so aussehen. Voll in die Wand rein. Ach ja. Die hatte ich sogar mal. Der Trailer ist cool. Da sieht man Boobies. Naja, ist ja auch egal. Ja, geil. Ganz langsam. Na, komm schon. So. Level 4. Extreme Customs 3D. Ach, die Kanone. Ja, yeah, die muss nicht immer direkt funktionieren. Hat sie jetzt aber. Achso, man kann auch locker easy driften, indem man einfach in eine Richtung lenkt und geradeaus gedrückt hält. Das werde ich auch noch zeigen im freien Modus, aber nicht jetzt. Was ist denn jetzt los? Achso, Werbung. So, hatte ich jetzt mal schnell übersprungen. Wir machen mal bis Level 10. Denke ich mal. Und dann möchte ich das auch hier schon wieder beenden. Ein kleines Video. Ach ja. Das Spiel ist mal witzig für zwischendurch. So, dass ich übrigens die Songs hier überschneiden, liegt nicht am Video an sich, sondern es ist vom Spiel aus so. Scheiße.
Also man hat hier auch sehr viele, jede Menge interessante Dinge und Elemente. Ach, komm schon. Ich muss aber sagen, die Loopings sind meine Hasselemente in dem Spiel, weil die einfach so scheiße schwierig sind. Achso, was ich noch empfehlen kann für einen Quickstart, einfach den Boost einsetzen. Kickflip, oder? Na doch, ich glaube, es war ein Kickflip. Hä? What? Ach ja. Ja, ich sollte mal gucken, wo der Pfeil hinschaut. Ich bin... Was? Okay. Okay. Yeah. Passiert manchmal. Was ich noch sagen wollte, ich bin ein bisschen erkältet. Deshalb. Was hat man, ich glaube, beim zweiten Critical Ops Part habe ich das schon, oder Teil Video, habe ich das ja schon erzählt. Ich habe den falschen Wagen, egal. Scheiße. Normalerweise habe ich mich hier nie treffen lassen, aber das Ding fährt sich ganz anders. Es ist der Turm. Wie gleich einen anderen Wagen aus wieder. Ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, was ich so erzählen soll. Thanks. Thanks. Ja, World of Tanks hatte ich auch mal. So, jetzt Level 8. Uiuiui. Ach so, das ist die Billard-Challenge. Es gibt nämlich auch einen Billardtisch. Ach, ist ja auch egal. Hauptsache, ich krieg die Ringe. Erstmal schön in die falsche Richtung. Kann sogar in die Löcher rein, aber das möchte ich jetzt nicht zeigen. Es ist zu viel Zeit verschwendet. Man hat nämlich auch ein Zeitlimit. Ist ja gut. Ein Freund. Ah, die Bumper. Ja, der ist richtig schön von mir geschleift. Ah, danke. Lol, das sollte so eigentlich nicht passieren. So, was ist jetzt schon das letzte Level? Das weiß ich gar nicht. Oh, Alter. So. Nein, jetzt Level 10. Das letzte Level für diesen. Für dieses Video hier von... Ach, das ist die coole Challenge, die Auto-Basketball-Challenge. Na komm, so. Ach, sorry, mal ganz kurz. So. Achso, ich möchte euch danach nochmal zeigen, wie man aus der Welt fliegen kann. Weil ich das gerade gesehen habe.
Das ist ganz witzig, man kann da nämlich ultra viel Airtime bekommen. Und dieses Plus so und so ist nämlich die Airtime, also die Zeit, die man in der Luft ist. Es gibt Bonuspunkte. Zwar kommt man, wenn man von der Welt runterfliegt, nie wieder auf die Welt, aber das ist ganz witzig für den. Das ist ganz witzig für den freien Modus. So, jetzt. Schön, ich dachte, es schon wieder abgeschlossen. Freier Modus. So, dann müssen wir immer nach. Dumme Werbung. Alter. Mensch, guck, geil, jetzt hat sie. Ich wollte gerade sagen, jetzt hat sie das Spiel aufgehangen. Aber hier immer scheiß Werbung nur zu ungewöhnlichen Zeiten aufpoppen muss. So, müsste mich einmal hier runterfahren. Hier hin. Jetzt hier richtig hinstellen. Hoffe ich mal, funktioniert das. Und jetzt Nitro. Ne, wir sind geblieben. Nochmal. Nitro! Keine Ahnung warum, aber der Wagen bleibt da auch immer hin. Die Wolle wird geklappt, ne? Ja, was? Was passiert mit dem Auto? Ach, die Lenkung ist auch echt so beschwerlich, ja. Ich hab hier auch nicht, wie die jetzt gemacht haben. Oder warum die jetzt irgendwie ganz komisch gemacht haben. Normalerweise kann man nämlich so aus der Welt rausfliegen. Aber jetzt klappt nicht. Schade. Ich probier's mal weiter. Also jetzt noch Second Try und sonst schneide ich da oben. Mein Gott. Diese dumme Lenkung. Krieg dann auch. Nur eine halbe Stunde drauf, Alter. Außer du fährst in eine Richtung, dann nicht. Okay, ist klar, ich will jetzt hier. Achso, mir ist noch gerade eingefallen. Den kann. Hier. Da hinten ist eine Rampe, da kann man auch aus der Welt rausfliegen. Einmal kurz ausrichten. Und dann. Na komm, bis an die Wand. So. Nein, oh Scheiße. So, mal sehen, ob ich jetzt noch mal schaffe. Komm schon! Flieg! Ja, jetzt sind wir aus dem Map rausgeflogen. Hui! So, jetzt können wir unendlich Airtime, kommen aber nie wieder auf die Map zurück. Das war's dann eigentlich auch schon und ich sage Tschüss.